Ja, Moment, Leute, herzlich willkommen zu Balatro. Wir haben Balatro im Stream gespielt, Leute, und ich dachte mir, komm, das ist auf jeden Fall auch was für YouTube. Was ist Balatro, fragt euch jetzt vielleicht. Das ist ein Roguelike-Game, was so ein bisschen auf den Poker-Regeln aufbaut. Wir zocken hier in diesem Video jetzt erstmal das Tutorial, deswegen ist es eigentlich ideal für alle Leute, die es vielleicht noch gar nicht kennen, um ein bisschen reinzukommen. Und im Laufe der nächsten Tage gibt es dann auf jeden Fall noch ein paar längere Runs. Ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Spiel. Let's go! Na gut, komm Leute, lass mal rein. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt irgendwie... Ja, kriegen wir. Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ahnung, ob es irgendwie ein Tutorial gibt. Aber wahrscheinlich schon. Moin, mein Name ist Jimbo. Ich bin hier, um dir zu helfen, wie du das Spiel lernst. Das ist gut. Dein Ziel ist es, Chips zu ernten und den Enemy Blind zu besiegen. Das ist der Small Blind. Dafür brauchst du nur 300 Chips. Um es zu besiegen. Okay, hier steht's ja. Score at least. Wähle den Small Blind, um die Runde zu starten. Okay, du ernst Chips, also du bekommst Chips, verdienst die Chips, indem du Pokerhände spielst. Genau, das ist halt jetzt der Pokeranteil, aber ihr seht ja schon, wie viele Karten. Wir haben 8 Karten auf der Hand. Der hat, ist ja sonst halt auch nicht so, ne? Hey, hallo, moin moin. Seit dem letzten Update ist die deutsche Version wohl zu gebrauchen, sagt ihr? Okay, ich kann ja sonst immer noch switchen. Mir eigentlich gleich. Ich weiß eh nicht, wie textintensiv das ist, ehrlich gesagt. Hallo Zolli, Andrea, moin moin, Leute. Willkommen euch alle, Chris. Wildfire natürlich auch auf Wildfire schon reagiert, aber nicht hallo gesagt. Man kennt mich. Hey, Lola. Leute, moin an alle. So. Okay. Jede Pokerhand wird dir einen Grundwert an Chips und einen Multiplikator geben. Deine Pokerhände kannst du in der Run-Info sehen mit anderen Informationen. Okay, will schon mal, dass ich darauf klicke. Ah ja, okay. Gut, das heißt, je seltener eine Hand ist, desto höher die Punktzahl und desto höher aber auch der Multiplier. Also für High Card bekommt man 5 Punkte, fürs Paar bekommt man dann 20 und hier oben 800, okay. Und 300 bräuchten wir. Gut. Die Karten geben dir außerdem auch noch Chips. Over, über ihnen, um das zu sehen. Ah, okay. 10, 10. Okay, also immer den Wert quasi. Und die... Karten hier, Bube, Dame, König, 10, Ass, wäre interessant, 10, 11 oder 1. Okay, jo, next. Jetzt wähle 5 Karten aus, um eine Hand zu spielen. Okay, wir haben ein Paar. Ja, ist ja wahrscheinlich das Beste. Dann kann ich mir die lieber aufbewahren, dann würde ich die 9 halt spielen und die mit reinkloppen. Das heißt, dann bekommen wir 9, 9, 7, 5 und 2 noch oben drauf, oder wie? Ah, ich bekomme nur die. Bekomme nur die oben drauf, die quasi zu der. Zu dem. Wie nennt man das? Zu der Pokerhand? Sagt man das so? Ich glaube, Ashy Slash, ja, level, mein Moin. Du kannst auch Karten discarden, bis zu 5, um etwas Stärkeres zu bekommen. Try it. Okay, dann würde ich theoretisch, was habe ich denn hier gemacht? So, da kann ich sehen, welche Karten ich noch im Deck habe. Okay. Kann ich auch nur die 4, weil dann könnte ich hier, falls ich noch einen König oder eine Dame bekomme. Ah, hier links sieht man auch, ha, ich hab's vor dir entdeckt, Joker. Careful! Du hast nur eine Limitierung, was die Hände, die du spielst und die Discards pro Runde angeht. Okay, 3-3. So, 300 Chips, bevor ich out of hands gehe. Viel Erfolg. Danke. Okay. Die Sache ist, jetzt habe ich natürlich hier theoretisch die Möglichkeit, eine Straße zu bekommen. Eine 10, Bube, Dame, König. Jetzt würde nur das Ass fehlen. Wenn ich die jetzt weggebe, ich würde den Buben... Ich werde wahrscheinlich oft Joker sagen, weil ich das J sehe. Das ist irgendwie immer so drin bei mir.
habe ja noch drei Discards. Scheiß drauf, oder? Okay, jetzt habe ich Full House. Das sollte ich wahrscheinlich spielen. 40 mal 4 sind schon 160. Also, jetzt kommen wir noch 10, 10, 10, 10, 10. Also 50 kommen wir immer drauf. 90 mal 4, dann haben wir ja schon gewonnen quasi, richtig? Achso, ich kann meine Hand sortieren. Entweder nach dem Wert der Karten oder nach der Farbe. Ich weiß nicht, ob meine Farbenblindheit jetzt wieder reinklickt, ja, aber das hier ist doch ein anderer Farbton als das. Das ist schwarz und das ist doch so ein mega dunkles Blau, oder? Bin ich wieder einfach komplett lost? Okay, mal schauen, ob ich es jetzt verstanden habe. 90 müsste ich jetzt haben, ne? Mal 4. Da brennt die Bude. 360. Ja, nice. Okay. Okay, Tess, hallo. Moin, moin. Hallo Tobi, moin moin. Okay, ich bekomme jetzt Geld nach der Runde. Dafür, dass ich den besiegt habe, plus dafür, dass ich noch zwei Hände über habe. Also auf gut Deutsch, um möglichst viel Geld zu verdienen, will ich möglichst wenig Hände spielen. Discards sind irrelevant, so wie es aussieht. Hat keinen Einfluss. Okay. Mega nice gemacht, Digga, sagt er zu mir, okay. Jetzt, wo du im Flow mit den Karten, keine Ahnung, kannst du ein bisschen was Neues kaufen. Okay. Try buying this handsome devil. Okay, Joker, plus 4 Multiplikator. Ah, okay. Dann kriege ich Joker mit in die Hand, reingemischt oder wie? Und die bringen kein Base Value, sondern die bringen Multiplayer, wenn ich sie spiele. Okay. Das ist einer der 150 Joker, die du während deines Runs dazufügen kannst. Jeder Joker macht etwas anderes. Nice. Ach so, okay. Dieser macht plus 4 Multiplayer zu jeder Hand, die du spielst. Be picky, du kannst only 5 Joker jederzeit tragen. Ach, okay. Also ich kann nur 5 Joker in meinem Deck haben. Okay. Jetzt kauf noch die andere Karte aus dem Shop. Empress. Verbessert 2 Selected Cards to Mult Cards. Mult Card machen plus 4 Multiplayer. Okay. Diese Tarot-Karte ist ein Consumable. Ah, okay, da oben sind die Consumables. Diese wird deine Playing Cards verbessern. Hold on to it. Okay. Bis zu 2 kann ich jederzeit tragen. Wenn du dir genug Geld ansparst, kannst du dir einen Gutschein kaufen. Gutscheine werden deinen Run passiv boosten, okay? Permanently gain plus 1 Hand per Run. Okay. Also eine weitere Hand, die ich jede Runde spielen kann. Was auch bedeutet, ich habe mehr Hände im besten Fall übrig am Ende der Runde, um mehr Geld zu verdienen. So, okay. Ja gut, 10, ich habe nur 4. Gutscheine werden restockt, wenn man den Boss blind defeatet. Und check diese Booster Packs aus in jedem Shop. Sie sind full of goodies. Okay, sind aber auch 7er. Wähle eine von bis zu 3 Spielkarten, die ich in mein Deck reinpacken kann. Wähle eine von 3 Tarotkarten. To be used immediately. Achso, okay. Jo, habe ich aber auch nicht genug Geld. Los geht's zur nächsten Runde. Okay. So, warte mal, aber. Select the big blind. Selecting the big blind will earn some cash. Ja, ich weiß, hab ich doch eben schon gesehen. Or choose to skip it to get a tag. Each tag has a unique effect. Oh, okay. Aber behalte ein Auge auf dem Boss blind. Es hat eine Fähigkeit, um die du herumspielen musst.
Oh, discards two random cards per hand played. Oh, von denen, die ich spiele, haut er zwei Karten weg oder wie? Das ist ja frech. Wenn du ihn besiegst, wird der Ante abgehen. Also hochgehen. Der Ante geht ab. Und alle Blinds werden schwerer. Was ist denn der Ante? Ante ist ja eigentlich das, wenn du Poker spielst, wo jeder einen gewissen Share reinballern muss, damit du halt nicht die ganze Zeit rumsitzt, korrekt? Aber was macht der hier? Keine Ahnung. Sagt er mir wahrscheinlich noch. Beat Ante 8 to win. Now choose your path. Okay, wenn ich den skippe, bekomme ich 1 Dollar für jede nicht geuseten Discard. Der würde mir dann 2 geben, aber warum denn 2? Ich habe doch 4 Discards. Ja gut, aber wenn ich hier spiele, bekomme ich ja schon 4 Dollar. Plus vielleicht auch von der Hand noch, weil ich ja gleich nicht alle brauche, oder? Okay, ich habe noch keine Ahnung, was jetzt genau das Ante bedeuten soll. Ach, den Joker kann ich immer spielen, oder wie? Wenn du mehr Karten hast, remember you can rearrange them. Joker's trigger in order from left to right. Okay, also meine Joker... Ach halt, die Joker triggern jede Runde. Die werden immer mit berücksichtigt, oder wie? Ach so, ich dachte, die sind in meinem Deck. Mhm. Okay, also muss ich ein bisschen drauf achten, wie die arrangiert sind, wenn die irgendwie... Wenn einer von dem anderen gebufft wird oder so. Und sei sicher, dass du meine Consumables... Achso, ja, also ich meine. So rum, okay. Also, wähle zwei Karten, um sie zu verzaubern. Okay, was macht er dir jetzt nochmal? Plus Vierer Multiplayer. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die beiden Buben nehme... Ich hab Buben gesagt, nicht Joker. Ich bin wirklich stolz. Dann werden die jetzt... verzaubert. Ah, okay, jetzt sehen die anders aus. Die machen jetzt 10 Chips und 4er Multi. Okay, nice. Das heißt, ich habe jetzt 2 Paar auf der Hand. 20 mal 2. 10, 10, 3, 3. Und bei 46. Und das geht mit einem 10er Multiplayer plus der 14er Multiplayer. Die Frage ist, ich hätte natürlich auf eine Straße gehen können. Hier fehlt quasi nur eine 6. Wer ist denn jetzt, warte mal, bei Run-Info, ne? Wer ist klüger auf eine Straße zu gehen? Straße macht 30 mal 4. Aber jetzt habe ich vorne die Multiplayer-Karten raufgemacht. Das heißt, wenn ich die beiden Paare spiele, habe ich 20 mal 2. Aber durch die Multiplayer habe ich ja schon mal 10. Ja, okay. Ich brauche ja eh nur 450. Warte mal, wenn ich das spiele, habe ich doch schon gewonnen, oder nicht? 40 mal 14 habe ich dann ja. Ja gut, dann habe ich, habe ich ja quasi eh schon gewonnen. Ich kann auch nur 4 spielen. Okay, ich muss gar nicht 5 spielen, okay. Okay, wir haben es ja eh in einem. Dann habe ich jetzt ja 3 Gold nochmal für die Hände bekommen, glaube ich. Ja, 3. Okay, nice. Ach, die Ante sind einfach die Level, okay. Das heißt, diese ganzen Pokerbegriffe werden einfach nur in das Spiel geworfen, aber haben eigentlich gar nichts mit der eigentlichen Bedeutung zu tun. Okay. Gut, weil, oder? Vielleicht täusche ich mich auch. Ich habe schon länger kein Poker mehr gespielt, vor allem nicht irgendwie turniermäßig oder so, aber so in meiner Erinnerung war Ante immer das, was man hinten raus dann immer jede Runde zahlen musste, damit du nicht halt immer, also dafür sind ja auch schon die Blinds eigentlich gedacht. Es gibt den Big Blind und den Small Blind, die ja immer dann aber reihum gehen. Aber wenn du jetzt mit 8 Leuten oder so am Tisch sitzt, dann hast du ja 6 Runden sonst, wo du die ganze Zeit nur auf deinem Geld hocken kannst. Und dafür ist ja eigentlich das Ante gedacht, dass jeder ein bisschen was reinmacht, ne? In den Optionen kannst du den Modus mit einem hohen Kontrast aktivieren, dann sehen die Suits unterschiedlicher aus. Die einzelnen Farben. Aber, also kann ich machen, aber eigentlich, also ich meinte das vorhin gar nicht so, als ich erkenne da keinen Unterschied. Für mich, ich dachte irgendwie, die sehen schon unterschiedlich aus, aber wie gesagt, vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Ich habe ja manchmal ein bisschen Probleme mit
Farben. Eigentlich mit Rot und Grün eher, aber keine Ahnung. Vielleicht wird es auch schlimmer, wenn man es. okay, so, wir haben $7 bekommen. Okay. Your anus. Warum steht da not discovered? Was bedeutet das eigentlich? Also ich kann jetzt wieder zwei Karten kaufen. Entweder der hier. Der konvertiert drei Karten in Herz. Und Uranus. Level up 2 pair. Plus 1 multiplayer and 20 chips. Ah. Dass dieses 2 pair dann... Was habe ich gesagt? 20? Ja. Dann wäre das statt 20 mal 2, 40 mal 3. Also statt 40, quasi 120. Das ist ja krass. Okay, und so kann ich dann meinen Run wahrscheinlich formen, ne? Wenn ich jetzt... Ah, das bedeutet, dass ich ihn noch nie besessen habe. Okay. So, ich kann auch den Gutschein nehmen, dann habe ich immer eine Hand mehr. Hier in diesem Pack sind 5 Tarotkarten, wovon ich eine benutzen darf. Und hier ist ein Planet, drei Planeten drin, wo ich einen benutzen darf. Das heißt, ich habe $11. Das heißt, ich könnte ja theoretisch, aber will ich die zu Herz machen? Das wäre natürlich nicht schlecht, weil je mehr Herzen hast, desto höher die Chance auf Flush. Ach, Full House ist ja sogar noch über Flush. Ich meine, theoretisch wäre es wahrscheinlich nicht schlecht. Ah, geil, hier kann ich sogar alles sehen. Ich habe ja schon manche Karten, habe ich doch schon angemalt. Ah ja, die hier. Wäre es denn vielleicht klüger, wenn ich... Wenn ich das mache? Achso, das muss ich ja wieder in der Runde machen, habe ich vergessen. Okay, wenn ich mir jetzt das aber nehme, wo ich ja Richtung Flash ein bisschen gehe, will ich dann das hier nehmen oder nicht? Das sind $3, ist ja eigentlich egal. Ich habe ja genug Geld aktuell. Ja, vielleicht gibt es nachher auch noch teurere Sachen, ne? Es ist mein erstes Mal. Es ist ja nur das Tutorial, Leute. Wenn ich verliere, dann lag es am Tutorial. So, Erde. Ah, Erde ist für Full House. Neptun ist für Straight Flush, Junge. Und Uranus hatte ich ja gerade. Dann könnte ich das nochmal machen. Da bin ich ja schon bei 60 mal 4. Sache mit 2-Pair. Ja, man kann ja auch immer discarden. So muss ich dran denken, ne? Okay, jetzt habe ich nur $1. Dann next. So, und er discardet 2 Random Cards für jede Hand. Aber wenn ich die bekomme oder wenn ich die spiele? Discard 2 Random Cards per Hand played. Das heißt, ich kann ja gar keinen Flush machen, oder wie? Also rein theoretisch. Ich könnte jetzt, theoretisch könnte ich jetzt da hingehen, obwohl das ja auch dumm ist. Ich sollte ja, wahrscheinlich sollte ich ja, wenn ich die jetzt umwandle, soll ich ja lieber von einer Farbe nehmen, damit ich eine Farbe eliminiere, sozusagen. Ich kann natürlich Kreuz nehmen. Ich glaube, ich sollte einmal discarden eigentlich lieber, oder? Wenn ich die discarde. Aber ich habe halt ein bisschen Sorge, wenn ich das spiele, dass ich keinen Flush mehr bekommen kann dadurch. Oder ich verstehe es wieder nicht. Kann auch sein. Ne, warte mal, Kreuz wollte ich ja vielleicht behalten, damit ich die switchen kann, ne? Okay. 3. Jetzt habe ich 2 Herz 4, weil der Junge, ich habe nur Herzen auf der Hand. Ach, er nimmt die von meiner Hand. Ich bin auch dumm. Okay, ich dachte, er nimmt einfach mir 2 Karten weg.
Okay, jetzt das Ante hochgegangen. Ah, okay, ja, okay. So, drei remaining. Das heißt, theoretisch kann ich meine Discards ja alle raushauen, in der Hoffnung, dass ich in der ersten Hand mega strong werde. Gutschein. Permanently ein Discard in jeder Runde. So viel Geld habe ich aber gar nicht. Plus ein Multiplier per consecutive hand played without a scoring phase. Okay, also mit jeder Hand, wo ich nur Zahlen spiele, bekomme ich plus ein Multiplier. Bis ich dann irgendwann eine Face Card spiele, dann geht es wieder auf 0. Und dann baut er sich wieder auf. Das heißt, wenn ich gar keine Face Cards mehr spiele, aber die bringen natürlich mehr, auch viele Punkte, ne? Jede gespielte Karte mit Karo macht 1,5 Multiplayer, when scored. Ah, Suit changes at the end of round. Okay, das heißt, wenn ich im Big Blind bin und dann komme ich in den nächsten, kann es beim nächsten Mal Kreuz sein oder so. Aber die ist ja eigentlich strong, oder? Und da ist auch Multiplayer mal. Hier ist ja Plus. Das heißt, in dem Fall wäre es jetzt wahrscheinlich wieder, wie heißt das? Assoziativ gesetzmäßig wichtig, dass ich erst addiere und dann multipliziere. Weil es von links nach rechts geht und nicht in Rechenoperator-Gedönse. Rare, Junge, ist die Karte. Die kaufe ich mal. Okay. Okay, wenn die aber immer switcht, ist natürlich jetzt ärgerlich. Ich habe jetzt ja Kreuzkarten weg. Wenn jetzt mal Kreuz kommt, bringt sie mir nichts. Aber sonst könnte sie schon nice sein. Jetzt habe ich wieder nur noch ein Gold. Okay, let's go. Jetzt fängt es von vorne. Okay, also Ante sind die Level und ich habe immer drei Level. Okay, jetzt kann ich wieder hier skippen. Upgrade Straight Flush by 3 Levels. Ja, okay, aber Straight Flush ist halt schon. Ist halt schon eine Ansage, ne? Ich denke mal, wir spielen. So, und welches ist es jetzt dann? Ah, es bleibt erstmal bei Karo. Okay. Okay, ich habe hier einen Drilling. Stehe aber wieder auch kurz vorm Flush, ne? Theoretisch. Ist natürlich jetzt ärgerlich. Oh, das kann ich ja auch spielen. Okay, aber warte mal, warte mal. Es geht ja eigentlich gar nicht darum, dass ich jetzt viel. Also. Ich will ja eigentlich mit einer Hand immer gewinnen. Das heißt, Two-Pair ist ja Level 3. Ach, stimmt. Das heißt, was kriege ich noch dazu? Ich bekomme 10, 16 noch dazu. Dann bin ich bei 76. Plus 4, dann bin ich bei 8. Mal 1,5 bin ich bei 12, korrekt. Oh, halt. Ich habe ja zwei Diamonds. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, bei wie viel war ich denn jetzt? 8 mal 70. Reicht ja aber nicht. Obwohl mal das doch reicht ja dann. Müsste ja passen dann. Ich kann auch so machen, theoretisch. Da habe ich ja Full House. Aber warte mal. Full House ist jetzt dadurch, dass ich 2-Pair auf Level 3 habe, schlechter. Die 3 wird zwar noch mit reingerechnet werden, aber die 3 gleicht ja nicht die 20 aus, die weggehen. Das heißt, ja, du musst dir schon ein bisschen merken, was du machst, ne? Oh, ach, der macht das vorher. Egal, hat trotzdem gereicht. Okay, muss ich mir aber trotzdem merken. Der multipliziert, wenn er die Karte. Okay, also erst die Spielkarten, dann die Joker. Aber der Effekt von dem Joker triggert quasi schon während die Karte. Ist ja egal, hat in dem Fall keinen Unterschied gemacht. Hey Kevin, moin moin. So, okay, jetzt gibt es immer Joker hier. Den Gutschein, der ist eigentlich ja natürlich auch nicht schlecht. Aber der kostet halt einen Zehner. Vielleicht muss ich auch einfach eine Runde sparen. Plus 12 Multiplayer, wenn die Hand eine Straße beinhaltet. Ja, nee. Each face card held in hand has a one in two chance to give dollar one. Okay. Okay, die ich in der Hand halte. 1 in 2 sind 50%, korrekt? One to two wären 33%. Aber 1 in 2 ist eine 50-50 Chance.
Na gut, damit kann ich natürlich auch gutes Geld verdienen. Ich kaufe die erstmal. Und hier ist jetzt ja egal, ob der vor dem ist oder nicht. Habe ich wieder kein Geld, ich wollte eigentlich sparen. Wähle 2 von 5 Tarotkarten. Nee. Ja, beim Spielen kriege ich halt Geld, ne? Ich mag Geld. So, ich will immer Joker sagen, aber meine Buben. Meine beiden Herzbuben. Also ich habe eine Flasche auf der Hand tatsächlich. Lull. Ups. Welche Karte würde jetzt... Okay, ist immer noch das. Change at the end of round. Oder nimmt er mir meine... Ne, ach, Remaining. Full Deck. Ne, passt aber. Hab noch 13. Die Sache ist, der Flush ist sogar auch schlechter als... Als Two Pairs. Sollte ich vielleicht lieber auf Two Pair? Ein Diamond, wenn ich die behalte, kann ich Geld kriegen. Okay, die beiden muss ich einspielen. Die will ich ja theoretisch halten. Kannst du mal so machen, dann behalte ich meinen Flush notfalls. Jetzt habe ich Two Pair. Theoretisch habe ich hier noch Flash für die nächste Runde, sonst passt. Mega durchgelackt. Ich habe sogar zweimal das Geld gekriegt für die. Okay, jetzt brauche ich nur 200. Ein paar hätte ich hier. Ich habe auch Flash. Das reicht ja, ne? Vielleicht ist er am eingeschafft, man weiß nicht. Das ist das Assoziativgesetz gewesen. Huh, Schwein gehabt. Okay, das Problem ist, ich gehe jetzt noch nicht so richtig auf eine Sache, habe ich das Gefühl. Ich pimmel noch ein bisschen rum. Nach dem nächsten kommt ja noch ein Shop. Weil das ist ja der Gutschein für Ante 2, scheinbar. Das heißt, eigentlich will ich Geld sparen. Jede gespielte Karte zählt im Scoring. Plus 3 Multiplayer, wenn ein Booster-Pack geskippt wird. Bedeutet geskippt, dass ich sie nicht kaufe? Das wäre zu stark wahrscheinlich. Wahrscheinlich müsste ich es öffnen und dann keine Karte nehmen. Das hier wird halt dafür sorgen, wenn ich zwei Paare spiele, dass ich noch eine weitere Karte mitspielen kann, die dann ja quasi auch discarded wird, aber auch reinzählt. Für 3 könnte ich mir kaufen. Und da die nichts macht, ist auch egal, wo die liegt. Ich glaube, ich lasse das jetzt, damit ich gleich mir noch diesen Gutschein kaufen kann. Oh, guck mal, alle Karo-Karten sind debufft. Was auch immer debuff bedeutet, finden wir wahrscheinlich heraus. Ah ja, und ich habe Karo-Karten. Schön. Debuffed. Scores no chips and all abilities are disabled. Okay. Dann würde ich sagen, die müssen schon mal weg. Ich hätte hier schon mal ein Pärchen, notfalls. Das Ass können wir natürlich auch behalten, das bringt gute Chips. Oder ich gebe es so weg. Dann habe ich Herz, von Herz habe ich am meisten, kann ich auf Flush oder auf noch ein zweites Paar geiern. Ich könnte auch das hier machen, mache ich aber nicht. Okay, die muss wieder weg.
So würde ich es theoretisch machen. Zwei Paar. Ich gebe natürlich wieder viele Herzen jetzt weg. So, plus. Ich könnte noch das Ass mitspielen. Zählt das Ass als Face Card? Wahrscheinlich nicht. Weil das Ass hat ja kein Gesicht. Ich könnte das Ass mitspielen, weil dann kriege ich noch 11 Chips durch den Splash. Kriege ich hier noch. Dann geht auch ein Peak weg. Höhere Chancen, Herz zu ziehen, weil eine Karte mehr weg ist. Verstehe das hier irgendwie noch nicht, weil das hat noch nie geswitcht am Ende der Runde. Oder habe ich einfach immer nur zur falschen Zeit geschaut? Ich habe eine Flasche auf der Hand. Theoretisch 35 mal 4. Theoretisch ist das hier aber stärker. Man darf sich nicht baiten lassen, ne? Okay, ich könnte Two Pair machen mit denen, verstehe. Ja, obwohl, das hätte ich gar nicht so verstanden. Weil, wenn da steht. Jetzt steht Herz übrigens, okay. Weil wenn das steht, es ändert sich am Ende der Runde, wäre ich davon ausgegangen, dass es sich auch jede Runde ändert und nicht, dass es auch auf Karo hängen bleiben kann. Weil dann hätte ich eher gesagt, da müsste stehen, am Ende der Runde wird zufällig die Suite gewählt und nicht, dass es sich ändert, weil so steht da, es ändert sich. Suite changes at end of round, was nicht der Fall war. Also, weißt du, was ich meine? Ich finde, es ist ein Unterschied halt. Meine Güte, wieso haben wir so einen Frosch im Hals? Ah, man bekommt. Ah ja, stimmt, da steht's. Lol. Warte mal, ich nehme mal einmal Fisherman. Okay, ich bekomme ein Gold Zinsen für jeweils 5. Also, okay, ich bekomme 20% Zinsen. Maximal 5. Okay, das heißt, ich will eigentlich auf 25 kommen und dort immer bleiben am Ende jeder Runde. Damit ich mein maximales Dingens bekommen kann. Okay. Okay, aber jetzt wollte ich mir gerne einen Gutschein eigentlich kaufen. Ah, jetzt habe ich schon den Dreier-Gutschein gekriegt. Oh, okay. Der Shit, der. Okay, weil das Ante geht nach dem schon hoch. Tarotkarten sind doppelt so häufig im Shop. Okay. Wir haben hier einen Joker. Jede gespielte Karte. Jede gespielte Karte gibt permanent 4 Chips, wenn sie auch scored. Steht das richtig? Ich spiele eine Karte, wenn ich die nochmal kriege im nächsten Zug irgendwie. Hat die danach plus 4 Chips, okay. Dieser Joker bekommt 0,5 Multiplayer für jede Karte, die verkauft wird. Resettet sich, wenn der Boss Blind defeated ist. Ah, okay, das heißt, die ist vom Anfang quasi, also von jetzt an, immer wenn ich eine Karte verkaufe, aber wie viele Karten verkauft man denn? Verkauft man so viel? Oder spare ich jetzt? Das hier gibt auf Dauer echt Geld, ne? Je früher ich das habe, desto besser eigentlich. Ich kaufe das noch einmal. Ich kehre davon nur noch ein. Warte mal. Kann ich das nochmal rückgängig machen? Ja. Wähle eine von zwei Spectral Cards. Planeten. Ich weiß auch gar nicht, was Spectral Cards sind, weil ich überlege, scheiß auf den. Okay, ich nehme das einmal, weil ich nicht weiß, was Spectral Cards sind. Dann habe ich 10 und bekomme 2 Dingens. Konvertiert alle Karten in der Hand zu einem zufällig gewählten. Oh, okay. Oder
Add a purple seal. Ein lilanes Siegel zu einer Karte in der Hand. Create the tarot card when discarded. So, warte mal. Welche, wo habe ich denn am wenigsten gerade jetzt von gehabt? Kreuz. Das heißt, Kreuz werde ich ja wahrscheinlich am häufigsten discarden. Oh, das heißt, immer wenn ich die jetzt habe... Okay, so lasse ich es erstmal. Immer wenn ich die jetzt habe, choose one of up to two Spectral... Ah, das war das, was ich gerade habe. Gives a free Spectral Pack. Ich weiß nicht, aber mir kommt das hier unten so schwach vor. Vielleicht übersehe ich auch was. Ah, ich kann jetzt auch schon sehen, alle Herzkarten sind debufft, hat der. Das ist natürlich schade, weil meine Herzkarten, weil ich am meisten Herz habe. Also man sollte nicht nur auf ein Pferd setzen, scheinbar, sonst kann man mal die Arschkarte haben. Ich könnte Full House machen. Die Sache ist, Full House ist wahrscheinlich wieder schwächer. 4x40. Wofür kriege ich? Für Herz. Das heißt, theoretisch, der ist ja auch nice. Weil die Karten immer scoren. Das heißt... Sechzig mal vier hatte ich beim anderen übrigens. Hab mich versprochen. Aber das Herz scored dadurch mit plus 7. Ich könnte von dem und dem noch Geld bekommen. Und dadurch, dass der scored, der 7er, bekomme ich noch einen 1-5er Multiplayer nochmal. Korrekt? Korrekt, glaube ich. Ja. Oh, nice. Okay, hier habe ich wieder ein Pärchen. Das heißt, ich möchte ja eigentlich... In meinem Kopf denke ich halt immer, okay, Flasche ist besser, aber ist es ja gar nicht, weil ich brauche ja eigentlich Pärchen. Das heißt, theoretisch würde ich die jetzt einfach discarden. Drei, vier, fünf. Wie viele Discards habe ich noch? Drei. Okay, die kann ich ja wegkloppen. Nice. Und Herz kriege ich noch einen Multiplayer. Und die könnten alle drei mir Geld geben. Alter, wenn du jetzt auf Flash spielst und du hast durch Zufall genau die, das ist schon krass. Na gut, ich meine, der ist auch rare, ne? Jetzt hat sich das wieder nicht geändert. Es bleibt wieder bei Herz, okay. Ja, zwei Gold habe ich jetzt bekommen. Jetzt bin ich bei 20. Theoretisch sollte ich eigentlich... 8 Multiplayer. If played, hand contains a pair. Negativ. Plus one Pokerslot. Das ist doch nicht negativ. Ach, das ist die Eigenschaft. Ach, weil die invertiert ist. Aber warte mal, bedeutet denn, meine Hand beinhaltet ja ein Paar, wenn ich zwei Paare spiele auch, oder? Aber plus one Pokerslot, den müsste ich mir... Das ist ja eigentlich ein No-Brainer. Da kann ich ja 6 Joker halten. Ja, nice. Und der muss aber wieder vor den. Ah ne, war ja egal, weil der zählt ja unten schon zusammen. Jetzt kann ich noch 2 ausgeben. Ich würde gerne auf 25 sparen eigentlich. Vorhin hast du das schon ausgeschrieben und war dann so, ist das zu Backseaty? Ach, das mit dem, du meinst das hier quasi, dass ob das Paar dann
Ah, okay, hast okay, das da drüber. Jo. Okay, das heißt, es könnte theoretisch auch ein Vierling sein, Drilling und so weiter, ne? Hauptsache zwei Paar, also zwei. Zwei sind identisch. Choose two of five playing cards. Nee. Hä, keine Ahnung. Ist das hier unten immer so doof? Oder ist das halt nur auf den niedrigen Leveln? Ich weiß es nicht. Mir kommt so vor, als ob die Sachen halt so komplett useless sind. Basekarten würde ich ja gerne behalten. Nice. Da muss ich zwei Face-Karten zwar spielen. Wer bringt mir gerade Bonus? Herz immer noch. Ah, müsste ich eigentlich den König, damit ich mehr Punkte bekomme. So, es hat jetzt ein Pair. Vier plus acht. Nice. Oh, das war's ja schon dann. Okay, schönes Ding. Hey Stefanie, hey der Libu, moin ihr beiden. Wie geht es euch? Ihr habt doch Joker, die sich jede Runde ändern können. Okay. Also plus 2, 8 Dollar sind wir wieder bei 20. Ach, theoretisch würde ich gerne sparen, eigentlich. Die Venus. Three of a kind. Was war Erde vorhin nochmal? Full House, ne? Okay, ich dachte, vielleicht ist die Reihenfolge irgendwie. Ah, ne, passt ja schon hier mit Three of a Kind, stimmt, Two Pairs, ja, niedriger. Wieso habe ich mich eigentlich auf so eine Kacke spezialisiert? Wollte ich ja auf Flush erst gehen, aber irgendwie. Na gut, was macht der? One in two chance to create a Tarot card when any booster pack is opened. Muss ich aber wieder so viel Geld ausgeben. Ich spare einmal lieber, weil vielleicht kriege ich ja dann. Also dann habe ich gleich über 25, dann kriege ich immer 5, 5, 5. So, diesmal kein Herz. Bist du immer noch auf Herz? Ja. Eine Round ist doch aber. Ich habe das Gefühl, der ändert sich immer nur nach jedem Ante gefühlt. Keine Ahnung. 5600, das ist schon eine Ansage. Uff. Scores, no chips. Aber Scott, wenn der scored, zählt das dann damit rein? Das wäre halt die Frage. Ist das dann trotzdem Full House, ne? Ja. Stimmt, hat Alu ja auch eben gesagt gehabt. Aber was ist, wenn ich so mache? Kriege ich dann den Multiplayer? Nee, okay. Würde ich die hier gerne loswerden, eigentlich, obwohl ich hier wieder Two Pair habe. Und dann hau ich die mit rein, damit die weg ist. Glaube, diesmal brauche ich meine Hände. Schon besser. Einmal habe ich noch eine Dame drin. Noch zwei Zehnen drin. Ich habe vier Neun, das heißt, die Neun will ich eigentlich wahrscheinlich nicht spielen. Auch auf die Gefahren, dass die dann nicht scored. Die Sechsen habe ich noch drei und die Dreien habe ich auch drei. Das heißt, ich sollte eigentlich am ehesten die Dame mitspielen, damit ich da noch mal 10 drauf kriege.
Uff. Drei Siebenen, aber drei Sechsen. So. Meine letzte Hand. Weil die drei bringt mir ja überhaupt nichts. Ist noch eine 10 drin? Nein. Drei Sechsen und drei Zweien. Oh, nice, nice. Da ist sogar zwei Dreien und jetzt habe ich drei Dreien und na egal. Und dann spielen wir die 7, weil die gibt nochmal 7 Points oben drauf. Sollte reichen durch den Multiplayer, dann hoffe ich. Ja, aber knapp. Knapper als einem lieb sein sollte. Joker unlocked. Ante up, Achievement unlocked. Okay. Mein Multiplayer ist ein bisschen niedrig. Ich bräuchte mehr Multiplayer, habe ich das Gefühl. 29, also ich will eigentlich nur 4 ausgeben. Plus one hand size. Okay, eine Karte mehr auf der Hand. Retrigger all played cards in final hand of round. Okay. Straße plus 2, 3, Die Sache ist Straße. Na gut, Straße, dann wäre ich hier schon 6 mal. 6 mal 60, das wäre dann ja schon besser. Ich will nicht unter die 25, das heißt eigentlich das Einzige, was ich nehmen kann. Oder ich spare. Aber ich glaube, ich muss auch ein bisschen leveln langsam mal, ne? Deck unlocked. Okay. Ja gut, ich meine, es ist halt so, wenn du noch nicht wirklich weißt, was passiert, schwierig. Ich wusste nicht, wie ich jetzt so mein Dingens. Ich glaube auch, dass Straße. Ich würde zum Beispiel auch schätzen, dass die Straße eigentlich schwerer ist als der Flush. Weil du ja die Farbe ändern kannst von den Karten. Aber ich meine, gut, vielleicht kann man die Zahlen auch ändern. Okay, was ist hier? Rerolls the Boss Blind. Okay, das kann natürlich nice sein. Ich habe jetzt alle Kreuzkarten sind debufft. Ist nicht schlimm. Kreuz haben wir auch am wenigsten. Das heißt, das ist für mich nicht interessant. 6K muss ich jetzt hier schon haben. So, wir haben 8 und 8 schon mal. Welche Karte ist denn jetzt wieder? Peak. Hätten wir einen Peak, hätten wir hier schon mal. Ich würde die gerne behalten für Geld, Chance. Will aber nicht zu gierig werden. Na gut, dann spielen wir Peak mit rein. Machen wir es so. Super. Ach, Kreuz. Wie kam ich denn gerade auf Peak? Egal. So, hier hätte ich Kreuz. Habe ich davor Kreuz oder Pik gesagt? Habe ich mich gerade selber betrayed? Lara, hallo. War eigentlich schon echt eine gute Karte, die wir gerade hatten. Also eine gute Hand, aber wir machen so wenig. Hier haben wir natürlich, hier fehlt eine 10. Drei Zehnen wären drin. Was ist denn, wenn ich das so weggebe? Dann habe ich notfalls ein Pärchen. Wenn die 10 kommt, habe ich eine Straße. Wenn die 8 Bube, Dame, ja, warum nicht, oder? Was fehlt da noch? Ne, die 10 fehlt eh. 10 fehlt eh.
Oh, da ist die 5. Was muss ich mit der nochmal machen? Wenn ich die discarde. Okay. Wenn ich das jetzt spiele, gewinne ich dann schon? Will ich nochmal discarden lieber hier hinten? Für die Tarotkarte? Dann darf ich danach nicht mehr discarden, das ist auch böse. Cool. Oh, wir haben die Straße. Müssen wir gleich mal gucken, was mehr bringt. Sogar mit König jetzt als Highcard. Kreiert die letzte... nice. Die wird die Straße sogar noch mal boosten. Ja, gönn. Achso, die macht ja nur die Karte. Okay. Dann bin ich da jetzt bei 90 mal 8. Ja, das ist ja geil. 90 mal 8 ist ja schon 720. Dann kommen noch die ganzen Boni rauf. Was habe ich jetzt noch mal alles als Boni? Freut. Ich überlege halt, wenn ich die drin lasse. Also ich habe zwei Möglichkeiten. Ne? Die hier muss ich auf jeden Fall spielen. Dann kann ich entweder so gehen. Ganz ehrlich, der König macht auch nur zwei mehr als die. Aber der König könnte mir Gold geben. Kommt es auf die zwei hinten raus an. Ich habe hier plus 4. Die bekomme ich nicht. Dann bin ich bei 12 mal 90. Beziehungsweise 10. Ach, der kriegt auch noch einen 4er Multiplayer. Durch den bekomme ich nochmal einen. Ich glaube, das sollte reichen. Yo! Wow, ey. Okay, jetzt haben wir auch die 5 Dollar. So, das heißt 37. Wir können 12 ausgeben, ohne dass wir uns Sorgen machen müssen. Entweder Joker. Herzkarten geben einen höheren Ding. Oh, das ist nice, weil Herz... Ich meine, sind jetzt nicht so viele, aber... Sind immerhin mehr als die anderen und ich hätte noch einen Slot frei. Verdoppelt dein Geld. Maximal 2... Ja gut, das ist ja... Er gibt mir dann ja 17 Gewinn quasi. Lol. Okay, das war nice. Okay, dann hole ich mir den auf jeden Fall. Plus eine Karte in der Hand ist eigentlich auch nice. Einfach höhere Chancen, dass ich was kriegen kann. Wähle eine von 5 Playing Cards. Wähle eine von 2 Joker Cards. Mach ich mal auf. Muss ich aber eine verkaufen von meinen oben vielleicht. Also plus 10 Multiplayer. Wenn die Hand einmal, also ein Flush contained, okay. Joker, Taro, Planeten und Spectre Cards. May appear multiple times. Achso, die Joker sind sonst einmalig und so könnte ich mehrere Joker... Ich meine, das ist halt der ganz normale Joker, ne? Der ist irgendwie halt eigentlich auch blöd, aber... Wie wichtig ist das jetzt noch? Überleg, die zu verkaufen und dafür vielleicht die, aber... Ich spiele ja gar nicht auf Flush, ne? Es lohnt sich eigentlich gar nicht. Aber der hier, wenn ich den nochmal bekommen würde, wäre es zum Beispiel nice. Eine Playing Card, ist das worth? Oh, was ist mit der gerade los? Boah, plus 50 Chips. Problem ist, Kreuz ist genau die, wo ich am wenigsten hab, ne?
Ich gehe ja eh nicht mehr auf Flash. Theoretisch gehe ich ja eigentlich auf Haare jetzt. Und achten habe ich vier. Ich habe alles vier. Ach, ich habe nur bisher Farben geändert, ne? Macht einen Multiplayer. Die gleiche Karte hier. Ich nehme die mal. Wenn ich reroll, habe ich noch 27, kann ich mir eh nichts leisten. Ist eigentlich dumm, ne? Wenn ich reroll jetzt, glaube ich. Hey Minx, moin moin. So, hier könnte ich wieder. Ah ja, das. Ne. Okay. Aro. Spiele ich Karo mit rein, einfach damit ich den Boost bekomme, oder? Ah, die Herzkarten. Stimmt, die Herzkarten bringen jetzt ja auch immer ein Vierer plus. Gar nicht mehr dran gedacht. So, das heißt, wenn ich den spiele, macht der mal 1,5. Und er wäre dann ja schon durch den bei 6. Das heißt, er würde plus 3 so geben. Quasi, wenn man so rechnet. Das heißt, der wäre ja stärker, eigentlich, wenn ich die 3 spiele, oder? Weil der macht plus 4. Der macht mal 1,5, aber zu dem Zeitpunkt habe ich 6, das wären dann nur 3. Ja, mit dem. Der ballert jetzt. Nice. Ich kann meine Hand auch verschieben. Ach so. Oh, okay, nice. Danke, das wusste ich nicht. Ich kann meine Playing Hands. Okay, das ist gut zu wissen. Okay, das ist dann ja mega wichtig. Dann muss ich die Karos ja einfach nach hinten. Okay. Ah, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die wären immer. Aber stimmt ja gar nicht. Ich kann die ja unten auch sortieren. 42. Verdiene ein am Ende der Runde. Verdiene 2, wenn der Big Blind. Okay, jede Runde ein Gold mehr. 2 für jeden Discard, den man nicht benutzt hat. Ach, ich discarde schon viel. Dann würde ich sagen, holen wir uns lieber so ein Planetending. Pack-Openings gehen immer, Leute. Also 2 Paar. Full House. Normales Paar. Flush. Ist der Jupiter und Mars ist Vierling. Vierling wäre halt einfach nur Luck. Da habe ich ja gar nichts. Also am besten Uranus. Das wäre schon mal ein bisschen höheren Startwert haben. Und eine Tarotkarte. Let's go. Verzaubert eine Karte in eine Wildcard. Can be used as any suit. Triggert der dann. Can be used as any suit. Bedeutet das, der triggert einmal für dieses Herz und einmal für das Club zum Beispiel auch. Das wäre schon mal nicht so verkehrt mit unseren Jokern. Eine Goldkarte. $3, wenn die Karte am Ende der Runde in der Hand gehalten wird. Okay. Increases Rank. Of up to two selected cards by one.
Das heißt, ich könnte die beiden Viere nehmen, zu Fünfen machen, habe ich eine höhere Chance, Fünfen zu bekommen. Um das Fünferpaar zu bekommen, zum Beispiel. Oder habe ich das noch mit den. Ne, das habe ich weggegeben, stimmt. Sonst hätte ich die Zehnen zu einem Buben machen können, das wäre auch gegangen. Verbessert eine Karte in eine Lucky Card. Lucky Card, 20% Chance für 20 Multiplier. Und 1 sind 15, $20, okay. Das sind 1 sind 15, 7%, bisschen weniger. Zerstört zwei Karten. Nee, zerstören brauche ich nicht. Wenn ich die hier in eine Wildcard mache, Alter, das wäre ja perfekt. Ja, das sollte ich machen, glaube ich. Wie mache ich das jetzt? Die anwählen? Ja. Nice. Wenn ich reroll, könnte ich mir nichts mehr leisten. Okay. Alle Clubcards werden debufft. Wird jetzt auch die Karte debufft, die Wildcard ist. Also hier ist auch an. Okay, gut. Frage wurde schon im Chat beantwortet, bevor ich sie gestellt habe. Sehr gut. Ihr denkt mit. Also in dem Fall, jetzt sehen wir es sogar direkt. Ist es ein bisschen ärgerlich gewesen. Ich könnte trotzdem auf Two Pairs hier gehen. Und ich könnte die theoretisch trotzdem mit weghauen. Obwohl ich hier natürlich 6, 7. Brauche ich nur eine 9, ne? Für eine Straße, theoretisch. Oh, wenn ich hier 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, ich lasse es so. Weil die Chance auf die Straße ist da. Der anderen Seite, wenn ich die jetzt spiele. Achso, nee, die ist ja. Die Abilities are disabled. Das heißt, die Sachen hier oben zählen dann auch wieder nicht. Ja, ich schiel noch mal auf die Straße ein bisschen mit. Ja, ich muss eh auf 12.000 kommen. Das ist schon eine Ansage. Na gut, so kommen wir schon mal nicht auf 12.000 in 4 Runden. Ausgerechnet jetzt muss ich auch noch hier mit Kreuz oder wie Scheiße. Hier 5, 6, 7, 8. Da wäre die Straße sogar. Kein Pair. Das ist überhaupt worth. Oh ja. Ich glaube, das war's dann hier an der Stelle leider. 2, 3, 4, 5. Die machen 19. Was ist das für eine Kacke? Viele 10, viele 9, viele 8. Eine Dame nur noch. Das wäre ein Flush. Aber der ist nicht. Es lohnt sich nicht. Ich muss die discarden eigentlich. Behalte ich die jetzt oder nicht? Mann, ich hab von dem Buben, ne? Das ist halt so dumm. Von dem Buben habe ich halt nur noch einen drin.
Aber der Bube, der macht halt den Multiplayer hoch, den würde ich gerne behalten eigentlich. Okay. So, dann würde ich den Buben mitspielen, damit der einfach die Chips und den Multiplayer gibt. Okay, warte mal, und wie kann ich das jetzt? Also in dem Fall ist es ja egal, das ist ja nur ein Plus-Multiplikator, ne? Ja. Ja, dann ist es egal. Ja, gut, das war ja schon eigentlich eine gute Hand für mich. Also. Das sehe ich leider nicht, dass wir das schaffen. Das ist die letzte. Ja, schade, knapp. Okay, Seed Tutorial. Du weißt, wie es heißt. Das Haus gewinnt immer. Okay. Okay, Most Played Hand war Two Pairs auch. Ihre Ante, Runde 12, 3160 war die beste Hand, die wir hatten. Okay. Nice. Naja, gut, okay. Man muss natürlich, wenn man die ganzen Sachen noch nicht kennt. Achso, Joker unlocked. Reach Ante Level 4. Joker Taro, Planeten, Speckelcards, May appear multiple times. Ach so, ach, den habe ich jetzt erst freigeschaltet dadurch. Okay. Das blaue Deck wurde unlocked. Discover at least 20 items from your collection. An der Stelle soll es das dann auch gewesen sein, Leute. Ich hoffe, ihr konntet schon mal so einen kleinen Einblick bekommen, wie das Spiel genau funktioniert. Ich meine, wir wissen ja auch noch gar nicht so die ganzen Karten, die man noch freischalten kann, die ganzen Joker und so weiter, die dann nochmal andere Spielstile freischalten. Lasst euch auf jeden Fall überraschen, was da noch so kommen wird. Ich habe ein paar Runden für euch vorbereitet. Schaut es euch gerne an. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dankeschön fürs Zuschauen und haut rein. Ciao, ciao.